Okay, heute wollte ich eigentlich gar kein Video drehen und mir mal so einen Tag frei nehmen. Jetzt habe ich aber auf Instagram schon gestern Abend hin und wieder mal Nachrichten von euch bekommen zu einem unglaublich tragischen und schrecklichen Fall. Denn anscheinend ist eine Influencerin, eine Streamerin, während ihrem Stream ums Leben gekommen. Ich möchte heute mal mit euch darüber sprechen und auch einfach selber so meinen Senf und meine Meinung dazu abgeben, was schlussendlich passiert ist, wie es dazu gekommen ist, ob man es hätte verhindern können. Ob man da selber schuld ist oder halt auch eben nicht. Lasst uns da heute einfach mal drüber sprechen. Es gibt aber noch eine Thematik und ein Problem, was ich persönlich viel, viel größer finde. Also natürlich, abgesehen davon, dass jetzt jemand verstorben ist, das ist absolut schrecklich. Aber es passieren gerade Dinge, die ich persönlich sehr unverantwortungsvoll finde und sehr ekelhaft meiner Meinung nach. Denn das Video, das wurde natürlich alles live aufgezeichnet, wie dieses Mädchen da ums Leben gekommen ist, wird gerade überall auf Social Media verbreitet. Leute bekommen es zugeschickt, ohne dass sie es überhaupt wollen oder auch ohne dass sie es überhaupt wissen. Ich selber habe es auch zugeschickt bekommen von mehreren Leuten. Es trendet gerade geisteskrank auf TikTok. Ja, das heißt, du gehst einfach nur auf TikTok auf deine For You-Page und dann poppt einfach das Video auf und du kannst nichts dagegen tun. Es taucht einfach auf. Und das ist eine riesige Problematik der heutigen Zeit, dass gefühlt alles auf Kamera aufgezeichnet wird. Ja, wenn irgendwas passiert, irgendjemand verletzt sich oder kommt ums Leben, du findest das immer im Internet. Nicht immer, aber sehr, sehr oft. Und dadurch, dass die Plattformen, die Social Media Plattformen auch nicht so schnell sind und so schnell hinterherkommen, weil so viel Content produziert wird, können die halt manchmal nicht alles direkt sperren. Weswegen sehr, sehr viele Leute jetzt gerade auch dieses Video schon gesehen haben, ohne dass sie es eigentlich wollten. Und da müssen wir einfach drüber nachdenken und uns mal vor Augen halten. Wenn man sowas weiter verbreitet, kommt es halt wahrscheinlich sehr, sehr schnell an Kinder. TikTok unter anderem wird ja von sehr, sehr vielen Kindern benutzt, sehr, sehr viele junge Leute. Und das ist nicht unbedingt das, was du in deiner Entwicklung sehen willst, während du dich gerade ja, entwickelst. Ist das einfach super kacke, besonders für die Psyche. Und das hat irgendwie gleichzeitig noch ganz, ganz viele andere Dinge ins Rudern gebracht. Denn dadurch kamen sehr viele Leute auf die Idee, generell schlimme Videos auf Plattformen zu posten und schlimme Videos zu verbreiten. Ich spreche hier von Gore-Videos, von Videos, wo Leute wirklich verletzt werden, ums Leben kommen, wo Leuten das Leben genommen wird. Solche Videos werden aktuell sehr, sehr krass verbreitet und geteilt auf Social-Media-Plattformen. Und das ist einfach eine Riesenproblematik, die wir in der aktuellen Zeit haben. Nun ist es auch so, dass ich von mehreren Leuten auf Instagram das Originalvideo zugeschickt bekommen habe. Das Originalvideo, wo eben diese Streamerin ums Leben kommt. Und da frage ich mich an dieser Stelle, das ist mir jetzt auch völlig egal, aber das muss ich einfach raushauen, was stimmt mit euch nicht? So, was ist mit euch los? Warum schickt ihr mir sowas? So, klar, ich bin vielleicht etwas abgehärteter und man muss auch dazu sagen, man sieht in dem Video nicht wirklich was. Aber trotzdem, warum verschickt ihr das? Nur weil ihr das gesehen habt, warum verschickt ihr das an Leute? Ihr wisst nie, wie sensibel jemand reagieren kann. Ihr wisst nie, wie sowas auf jemanden sich auswirken kann, ja? Also warum kommt ihr auf die Idee, es einfach random loszuschicken? Ihr macht das, das ist nicht nur, dass ihr damit eventuell jemanden extrem verstören könnt, ja, und dass jemand damit echt psychische Schäden erleiden kann, ihr verbreitet das auch noch. Und dann setzt euch mal in die Klamotten der Personen, die da irgendwie mit involviert sind, ja, Familie, Freunde oder sogar die Freundin, die das miterleben musste. So, warum schickt ihr sowas weiter? Versteht ihr, wie ich meine? Das regt mich auf. Und das ist nicht das erste Mal, dass man mir solche Sachen schickt. Aber hört auf damit. So, das sage ich euch jetzt ganz ehrlich. Das ist mir egal, wie lange ihr mir folgt, ob ihr mir folgt und so weiter. Aber lasst das einfach. Hört auf, mir solche Sachen zu schicken, weil das. Guck mal, klar, ich habe da jetzt einfach drauf geklickt, habe es mir angeschaut. So, weil man es mir geschickt hat. Aber was ist, wenn das jetzt eine Person passiert, die sowas noch nie gesehen hat? Oder generell, ja, okay, man kann hier von Glück sprechen, dass man nicht alles sieht auf dem Video, weil sie ja die Person ist, die das Handy in der Hand hält, während sie runterfällt, ja, zum Glück. Weil stell dich mal vor, was es für ein Ausmaß gewesen wäre, wenn man es noch komplett alles gesehen hätte und das dann auf Social Media verbreitet hätte. Das wäre noch für die Familie viel schlimmer. Es geht aber einfach um Respekt, deswegen möchte ich nicht, dass ihr solche Videos weiter verbreitet und dass ihr solche Videos anderen Leuten schickt. Okay? Im Endeffekt, ich kann euch hier nicht beeinflussen oder euch irgendwas befehlen, aber lasst es einfach sein. Was hat mich ein bisschen wütend gemacht, ja? Also das muss ich einfach dazu sagen. Ich war ein bisschen mad, dass man mir solche Videos schickt, weil, hey, keine Ahnung, was ist, wenn ich an dem Tag irgendwie, wer weiß, so ein Video kann ganz schnell irgendwas in deinem Kopf auslösen, ja? Deswegen, bitte geht mit Vernunft an solche Sachen ran. Wenn ihr das selber seht, okay, habt ihr es halt gesehen, aber ihr müsst das nicht mit jemandem teilen, ja?
Einfach an der Stelle. Versetzt euch immer in die Lage der Leute. Oder wenn euch jetzt oder einem Familienmitglied von euch sowas passieren würde, würdet ihr wollen, dass es A, dieses Video online gibt und B, dieses Video dann überall verbreitet wird und an ganz viele Leute weitergeschickt wird? Wahrscheinlich nicht. Ich wurde nämlich auf ein Video aufmerksam gemacht, welches wir uns jetzt auch gemeinsam anschauen. Dort wird alles kurz zusammengefasst und erklärt, was eigentlich wirklich passiert ist. Das Video ist von Creepypasta Punch und nennt sich "Dieses Video schockiert alle. Influencerin streamt ihr Ende." Ich werde danach meinen Senf dazu abgeben, meine Meinung sagen, auch was diese Thematik angeht mit Videos verbreiten und so weiter. Jetzt schauen wir uns aber erstmal das Video an und dann sprechen wir gleich nochmal gemeinsam darüber. Mein privates Postfach auf sowohl Instagram als auch Twitter wird derzeit von euch überflutet. Und zwar schickt ihr mir jetzt gerade immer... Meins wird nicht überflutet, aber wie gesagt, ich habe auch hin und wieder einige Nachrichten im Laufe des Tages und auch gestern Abend schon wieder bekommen. Wieder ein und dasselbe verstörende Video, sowie Nachrichtenbeiträge, die mit diesem Video zu tun haben. Okay, jetzt schauen wir mal rein. Und zwar geht es hierbei um den Fall von Arina Glazunova. Eine russische Streamerin, die etwas Schreckliches live on stream erlebte. Und das Video von ihrem tragischen Ableben geht derzeit im Internet viral. Und wenn ich sage, dass das Video viral geht, dann meine ich nicht ein paar tausend Klicks, sondern dieses Video wird derzeit millionenfach geklickt. Es wird immer und immer weiter verbreitet und Leute bekommen es gegen ihren Willen auf ihre For You-Page oder auch auf anderen Seiten. Was genau mit Arina Glazunova passiert ist, was dieser Vorfall jetzt gerade ist und wie ihr euch schützen könnt, möchte ich in diesem Video einmal genauer erklären. Das klingt schon mal sehr gut, Fangen wir dafür aber einmal von vorne an. Wer genau ist Arina? Arina ist letztendlich eine relativ beliebte russische Influencerin gewesen, die sowohl Videos als auch Livestreams im Internet veröffentlichte. Und so tat sie es auch Ende September. Dort streamte sie leicht angetrunken mit ihrer Freundin aus der georgischen Stadt Tiflis. Die beiden jungen Frauen hatten eben einen sehr schönen Tag gehabt. Sie hatten einfach eine gemeinsame Zeit verbracht und waren nun live gewesen, spielten ein Lied auf Spotify und sangen fröhlich zu diesem Lied eben mit. Dieses Lied auf Spotify ist ein russisches Lied und der Titel des Liedes ist "Ein letztes Mal". Dies ist letztendlich auch eben ein Satz, der in dem Lied immer und immer wieder, vor allem eben im Refrain, wiederholt wird. Man hört immer wieder eben, wie die Sängerin des Liedes singt "ein letztes Mal" und die beiden jungen Frauen im Video, unter anderem eben Arina, singen diesen Satz immer und immer wieder mit. Und zu diesem Zeitpunkt ist dieses Video bzw. dieser Clip aus dem Livestream auch noch relativ schön und gut gewesen. Ja. Man sieht, wie die jungen Frauen Spaß haben, sie wechseln sich ab, wer wen filmt und alles ist schön und gut. Videos, wie man sie schon tausendfach gesehen hat. Doch dieses Video nimmt relativ schnell einen ziemlich dunklen Turn. Denn kurz nachdem eben das Video läuft, nachdem sie eben anfangen zu singen, nimmt Arina das Handy und filmt ihre Freundin dabei. Man hört sie eben weiter singen und in dem Moment passiert es. Denn während Arina ihre Freundin filmt und dem Stream präsentiert, geht sie rückwärts, eben um sie noch perfekt einfangen zu können. Was Arina dabei aber nicht sieht, ist, dass sie sich einer Balustrade nähert. Einer relativ niedrigen Mauer, die runterführt in einen U-Bahn-Tunnel bzw. in eine Straßenunterführung. Arina geht also rückwärts mit dem Handy in der Hand. Und dann sieht man im Gesicht ihrer Freundin, die zuvor noch gut gelaunt ist, auf einmal den Blick von absolutem Schock. Man sieht wirklich innerhalb von einer Millisekunde, wie dieses fröhliche Gesicht sich in Angst und Panik wandelt. Denn während Arina rückwärts ging, stürzt sie auf einmal über diese relativ niedrige Balustrade und stürzt ein paar Meter in die Tiefe, eben auf Treppenstufen, auf harten Stein, in diese Bahnunterführung. Und das alles wird live im Stream übertragen. Man hört eben noch den Schrei und man hört, wie die Streamerin eben auf den Stufen auf diesem Felsstein aufkommt. Und in dem Moment sieht man keine Bewegung mehr in der Kamera. Die Kamera fällt daneben nach unten gerichtet, sodass man eben nur den Boden sieht. Und erschreckender oder gruseligerweise läuft das Lied im Hintergrund weiter und man hört immer wieder diese russische Sängerin, wie sie singt "ein letztes Mal". Das ist halt schon creepy. Viele Zuschauer, die überlegt mal, was das für ein kranker Zufall ist, dass da dieses Lied läuft "ein letztes Mal" so. Dieses Video gesehen haben, sagen eben auch, dass es so unfassbar schockierend ist, weil tatsächlich die letzten Worte von Arina ebenfalls dieser Songtext gewesen ist. Ihre allerletzten Worte waren auf Russisch
ein letztes Mal gewesen, kurz bevor sie rückwärts eben in diese Unterführung reinstürzte. Doch es bleiben jetzt natürlich Fragen. Wie genau konnte das passieren? Warum ist... Genau, guck mal, hier steht es auch, hier gibt es einen Kommentar. Ich habe das echte Video gesehen und ich war so verwirrt, was da wirklich passiert ist. Und so ging es mir auch. Ich war auch total verwirrt, als ich es gesehen habe. Ist diese Bahnunterführung so schlecht gesichert gewesen? Und der Grund dafür ist laut eben der georgischen Regierung simpel gewesen. Und zwar, weil eben diese Bahnunterführungen relativ alt sind. Und damals wurden sie so konzipiert, so gebaut, dass man sich eben auf diese Balustrade setzen sollte. Sie ist relativ niedrig, damit eben Leute, Touristen vor allem sich dort hinsetzen können und für einen Moment verschnaufen. Dies sorgt aber natürlich dafür, dass diese graue Balustrade zusammen beim grauen Boden sich nicht wirklich voneinander abhebt. Und während eben Arina rückwärts mit dem Handy gelaufen ist, sah sie das Ganze sowieso nicht. Und so konnte sie relativ simpel über die Balustrade stürzen und kam unglücklicherweise lebensgefährlich unten auf den Stufen auf. Das ist halt so heavy. So, du kannst halt, ich meine, das weiß man ja, du kannst auch schon von einem Meter sterben. Wenn du dumm fällst, von einem Meter Höhe, kannst du auch schon sterben. Und dann stell dich mal vor, die ist rückwärts nichts ahnend darunter geplumpst. Wahrscheinlich Genick gebrochen oder so. Oder so eine schwere Kopfverletzung, dass sie halt, ja, also das ist absolut geisteskrank. Letztendlich ist es wirklich ein unfassbar tragischer Vorfall. Definitiv. Und dieses Video ist unglaublich grausam mit anzusehen. Mhm. Ich würde auch keinem von euch irgendwie empfehlen, dass man sich dieses Video ansieht, weil es lohnt sich letztendlich nicht. Es ist wirklich einfach ein schreckliches Video. Aber ja, es ist, wie er sagt, es ist einfach schrecklich. Auch wenn du natürlich nicht jedes Detail siehst, aber du musst dir halt bedenken, sie hat das Handy in der Hand, während sie da runterfällt. Und ja, verliert einfach ihr Leben. Ich muss an dieser Stelle eine Sache sagen, denn das ist das, was gerade sehr viele Leute erleben. Dieses Video, genauso wie schreckliche vergangene Videos, werden aktiv derzeit von TikTok promoted. Habe ich ja gerade schon gesagt. Ich weiß nicht, ob ihr noch ein Video kennt, was es früher gab. In diesem Video sah man eben ein Kind oder eine junge Person tanzen und auf einmal wurde die Kamera von dieser jungen Person weggeschnitten und man sah einen Mann, der eine Schrotflinte in der Hand hielt und danach eben sein eigenes Leben beendet. Auch dieses Video ging damals auf TikTok viral und unzählige Menschen warnten davor, dass man unbedingt vorsichtig sein muss, weil dieses Video absichtlich so gestaltet ist, dass man zunächst nicht erwarten würde, dass was Böses passiert. Auch, dass der Algorithmus am Anfang das nicht checkt. Diese Videos wurden extra so manipuliert und so geschnitten, dass du dir das anschaust und am Anfang denkst, das ist ein ganz normales Video. Viele Videos davon wurden sogar extra so gestaltet, dass irgendwas sehr, sehr Anziehendes am Anfang gezeigt wurde, wo du einfach dir das dann so anschaust und dir denkst, oh, was haben wir denn da? Irgendwas ganz Interessantes auch teilweise. Und dann zack, Hardcut und dann kommt auf einmal genau dieser Clip. Und das ist halt, deswegen, es ist wirklich gefährlich und da müsst ihr auch eure Kinder wirklich auch davor schützen, wenn eure Kinder die ganze Social-Media-Plattform schon nutzen dürfen, ja, weiß ja nicht, wie das bei euch ist, für die Leute, die Kinder haben, ihr müsst da wirklich aufpassen, weil das kann ganz, ganz schnell passieren, dass eure Kinder sowas sehen. Ganz, ganz schnell. Weil viele Plattformen kommen da nämlich auch gar nicht hinterher. Ja. Klar, es gibt welche, die sind da sehr, sehr streng und die kriegen das schnell gelöscht. Aber es reicht, wenn so ein Video 10, 20 Minuten schon online ist. Ja. Dieser Clip aus dem Stream von Arina funktioniert jetzt tatsächlich auf eine ähnliche Art und Weise. Seht ihr? Denn zu Beginn sieht es tatsächlich einfach nur so aus wie ein ganz normales Partyvideo einer Influencerin. Ja. Die beiden haben Spaß, alles ist schön und gut, doch bevor man überhaupt verstehen kann, was gerade vor sich geht, bevor man überhaupt versteht, was der Sinn des Videos ist, kommt es eben zum Turn und sie stürzt auf einmal ohne Vorwarnung die Treppe runter. Und so ging es mir, als ich es angeschaut habe. Ich dachte am Anfang auch so, was passiert da jetzt und so und dann zack. Und dieses Video hört nicht abrupt danach auf. Wie ich euch eben gesagt habe, bleibt das Handy eine ganze Zeit am Boden liegen, bis irgendwer vorbeikommt. Wer genau das ist, weiß ich nicht. Und eben das Handy ausmacht, die Kamera beendet und auch das Lied beendet, das die ganze Zeit einfach weiterlief. Dieser gesamte Vorfall ist wirklich schrecklich und man sollte diese Videos, vor allem dieses Video, auf gar keinen Fall teilen. Nein. Arina wurde nach dem Unfall auch sofort in ein Krankenhaus gebracht, sie wurde sofort abgeholt, doch dort konnte man eben nichts mehr für sie tun. Sie hatte eben quasi einen Schädelbruch erlitten und sie hatte schwerste Prellung am Körper gehabt. Es gab für die Sanitäter nicht mehr eine Möglichkeit, irgendwas zu unternehmen.
Ich denke, dieser ganze Vorfall ist auf zwei Arten schrecklich und bemerkenswert, weil man etwas daraus lernen kann. Ja, einerseits ist es natürlich einfach schrecklich, dass eine so junge, glückliche Person, die das ganze Leben vor sich hatte, so plötzlich aus dem Leben gerissen wurde. Aber es zeigt uns auf, dass wir auf Social Media vorsichtig sein müssen, was für Videos uns auf unsere Timeline gespült werden, weil es teilweise Videos eben sind, die wir auf gar keinen Fall sehen wollen. Und zudem sind auch die Leute heutzutage so, alles ist so schnelllebig, weißt du, wie ich meine? So, den Leuten ist alles heutzutage egal, Hauptsache irgendwas für Fame. So, die laden, ich bin mir sicher, es gibt so viele Accounts, die dieses Video jetzt hochladen, wie sie da runterfällt, nur weil sie irgendwelche Klicks generieren wollen. Und das ist so schlimm und das regt mich so geisteskrank auf. Und das andere, was wir hierbei sehen, ist, dass gerade Streamer extrem vorsichtig sein müssen. Ja. Der auch. Trend, in Real-Life-Streams zu machen, wo man einfach die Kamera schnappt und durch irgendwelche Orte geht, ist jetzt seit einiger Zeit bereits immer und immer weiter auf dem Vormarsch. Wenn man durch irgendwelche Großstädte geht oder auf Conventions oder Events ist, wird man immer irgendwo jemanden sehen, der eben eine Kamera sich ins Gesicht hält und gerade streamt und mit dem Chat interagiert. Doch wenn man so etwas tut, muss man unbedingt vorsichtig sein. Denn so etwas birgt riesige Gefahren. Das Ganze ist nicht groß anders als damals bei Pokémon Go, wo die Leute so krass auf das Spiel fokussiert waren, ja, dass sie ihre gesamte Umgebung vergessen hatten. Also ja, 25 Tote und 63 Verletzte durch Pokémon Go. Holy shit. Und auch dabei sind Menschen tödlich verunglückt. Was ich damit aussagen will, ist, seid vorsichtig, wenn ihr eben dieses Video in die Timeline gespült kriegt, klickt am besten schnell weg. Und wenn ihr euch auch streamt, seid bitte vorsichtig. Passt auf euch auf, damit euch nicht genauso ein schreckliches Schicksal erleidet. Ich hoffe, ich konnte euch alle Informationen bieten, die ihr wolltet. Viele wollten, dass ich darüber rede. Wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal, was auch immer ich mache. Bis dann aber. Tschüss. Top. Sehr gutes Video, Christoph. Und an dieser Stelle, also erstmal Link zu seinem Kanal natürlich wieder unten in der Videobeschreibung, wie immer, wenn ich auf irgendwas reacte. Es ist nun mal so. Auf der einen Seite, klar, müssen wir mal aufpassen, wenn wir auf Social Media sind, wie er es schon gesagt hat. Es kann sehr schnell passieren, dass wir halt eben so ein Video vorgeschlagen bekommen, ohne dass wir es wollen. Und dann ist es schneller gesehen, als man denkt. Punkt 2 ist, weiß jetzt nicht, wie ihre Situation da war. Das war jetzt einfach unglücklich. Aber es gibt Streamer, die sich halt bewusst in Gefahr bringen, um halt eben eine gewisse Interaktion in ihrem Stream zu bekommen. Oder auch einfach einen gewissen Hype oder Aufmerksamkeit. Und das ist ebenfalls ein riesiges, riesiges Problem der heutigen Zeit, dass Leute auch nicht genug bekommen. Wir sprechen hier von den Zuschauern. Es gibt viele Zuschauer, die einfach nicht genug bekommen und immer mehr sehen wollen. Es muss immer schlimmer, immer krasser, immer aufregender sein. Und so geht es auch sehr oft Content-Creatern, die sich dann denken, boah, scheiße, jetzt muss ich noch mal ein bisschen krasser machen. Jetzt muss ich noch eine Stufe heftiger dies und das machen. Jetzt, versteht ihr? Weil man will sich ja auch steigern. Und so ist es bei sehr, sehr vielen von diesen Streamern. Ist ja auch schon in anderen Ländern sehr oft passiert, dass Streamer sich in sehr, sehr große Gefahren begeben haben oder auch in sehr, sehr schlimme Situationen gekommen sind, genau aus dem Grund. Weil sie halt eben immer mehr machen wollten, immer krasser sein wollten, immer bessere Clips produzieren wollten und somit dann in riesige Gefahren geraten. Und das ist ein weiterer Punkt, der halt eben sehr gefährlich ist. Klar, bei ihr, sie hat sich jetzt nicht bewusst in eine Gefahr gebracht, sondern das war einfach ein unglücklicher Unfall. Ja? Ob man es hätte verhindern können, weiß ich nicht. Sie hat halt auf ihr Handy geschaut und ist dann rückwärts runtergefallen. Wäre es passiert, hätte sie nicht auf ihr Handy geschaut, weiß man nicht. Ja? Deswegen will da jetzt auch niemand die Schuld geben. Ich war auch nicht Teil davon. Ich habe dazu eigentlich nichts zu sagen. Darf auch eigentlich nichts dazu sagen, weil ich war nicht dabei. Deswegen kann man so darüber nicht urteilen. Ich sage nur, die heutige Zeit mit Social Media und Smartphones ist einfach so gefährlich, auch wenn man es gar nicht denkt. Aber schon mal, es reicht schon, wenn du jetzt irgendeine krasse Nachricht auf deinem Handy bekommst. Keine Ahnung. Stell dir mal vor, du stehst an der Ampel, wartest auf die Ampel, guckst auf dein Handy und bekommst auf einmal irgendeine krasse Nachricht zu irgendetwas, was dich so kurz übel schockiert. So, und dann kann es halt sein, dass du einfach über die Straße läufst und weiterhin auf dein Handy schaust. Angenommen, die Ampel ist grün, du läufst aber trotzdem, weil du diese Nachricht liest und denkst, naja, es ist ja grün, ein anderes Auto fährt aber um die Ecke, hat rot, fährt aber noch schnell um die Ecke und überfährt dich. Hättest du es verhindern können? Eventuell, wenn du nicht auf dein Handy geschaut hättest. Sind das gute Schlussworte? Ich weiß es nicht. Ich finde diese ganze Thematik auf jeden Fall ganz arg schlimm
und hört auf, diese Videos zu verbreiten und rumzuschicken. Das soll auch einfach so ein kleiner Denkzettel für euch sein. Seid einfach klüger. Ich weiß, das geht jetzt nicht an alle, ja? Das geht an diesen kleinen Bruchteil der Menschen, die sowas weiter verbreiten. Seid doch einfach ein bisschen smarter, seid ein bisschen schlauer und versetzt euch erstmal in die Lage der betroffenen Personen und überdenkt das Ganze. Würdet ihr wollen, dass solche Videos verbreitet werden? Würdet ihr wollen, dass genau sowas passiert? Nein, würdet ihr ganz sicher nicht wollen. Also, warum macht ihr es dann? Also, das soll es auf jeden Fall mit dem heutigen Video gewesen sein. Ich habe schon wieder sehr viel gelabert, aber ich wollte einfach meinen Senf dazu abgeben, weil ich es einfach wichtig finde. Ich weiß, es gibt schon genügend andere Leute, die darüber gesprochen haben, aber ich wollte jetzt einfach auch was dazu sagen, weil manchmal denke ich mir, oder habe ich so Sachen im Kopf, wo ich mir sage, was würde ich gerne aussprechen, und dann mache ich es irgendwie nicht, und deswegen, ich habe das Video gerade gedreht. Wir haben jetzt den Mittwoch, 16. Oktober, und das kommt jetzt auch gleich online. In dem Sinne, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Freunde, ich wollte mich allgemein mal bei euch bedanken. Danke für den ganzen Support. Für mich ist sowas nicht selbstverständlich, ja. Es ist auch nicht selbstverständlich für mich, dass ich diesen Job hier habe, ja. Dass ich das Ganze hier, YouTube, Social Media, meinen Beruf nennen kann. Dafür bin ich unglaublich dankbar, und das hätte ich alleine ohne euch auch nicht geschafft, ja. Und da möchte ich auch einfach mal Danke sagen, weil das ist nicht selbstverständlich. Und ich bin jeden Tag, wo ich morgens aufwache, dankbar, wenn ich auf mein YouTube gehe und eure Kommentare lese, sehe, dass ihr das feiert, was wir machen. Und da möchte ich einfach Danke sagen. Man sagt heutzutage auch viel zu selten Danke. Ich liebe euch, und das sage ich wirklich von Herzen. Das kommt nicht einfach nur so. Ihr seid hier drin, ja. Ihr seid wie meine Familie. Ihr seid ein Riesenteil von mir, ein Riesenteil von meinem Leben. Und das wollte ich euch einfach hier einmal sagen, bevor ich jetzt noch emotional werde. Meine Güte, Dennis, chill. Alter. Wollte ich einfach raushauen. In dem Sinne, wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich liebe euch über alles. Passt auf euch auf. Passt wirklich auf euch auf, bitte. Und auch auf Social Media. Ja? Also, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao. Zudem möchte ich mich an dieser Stelle wie immer bei meinen Patreon-Mitgliedern bedanken. Besonders der Stufe 2 und 3. Und zwar wären das Kilian F., Vanni, Mike G., Rico, Charlie Wessel, Stella, Jamie B., Jack OG, Nancy, Marina, Friemel, Philipp, Marcelles, Alina Eisentraut, Milena Zimmermann, Laura, Katrin, Nico L00, Ferhard Erden, Maxi Buchmeier, Daniel, Justin R., Adi28, Flottes Bienchen, Florian Sommer, Marcel, Justin, Moonlight, Dori, Dine Biene, Judy Jailbreak, Stephen Lohr, Klicker Chris, Jasmina the Cat Lady, Lara, Marlene Tillmann, Jessica Krug, Ian the One, René ST, Annika K., Alexandra Gerstmann, S. Zückgebühl, Fireheart 1999, Andreas Schuster, Beatrice Rebecca, Lauren, René Kote, Jessica, Magda, FJ Mountain, Anna Rose, Diaboli 666, Jenny Steffel, Mr. Passo, Denna, Cyberpsycho XX, Bloodswarned Breed, Steven Lead, Tamara Jantos, John Jokes, Justin Richter, Kinga 1613, Echt jetzt, Brody 611, Verena Alberer, Alina, Totti Botti, Mira Jane, Pyrojan 95, Khalid Bachiri, Da Passi, Lea Tabea, Mike Luzin, Patrick und Jenny 2017, Bibi Spooky Gamer Girl, Mitch, Aria Blueberry, Strubbelhaar, Mandy 172 und Meyer 5000. An dieser Stelle wie immer vielen, vielen Dank für euren Support. Und natürlich auch vielen Dank an die ganzen Kanalmitglieder und die ganzen Patreon-Mitglieder der Stufe 1.